Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Age of Darkness, Final Stand, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wir haben die dritte Welle unverdient überstanden beim letzten Mal. Und ja, ich habe jetzt vor, hier rauszugehen, sobald ich hier meine Sentinels habe. Und hier nochmal ein bisschen Druck aufzubauen auf die nähere Umgebung. Ich bin auch gespannt, was uns sonst noch hier so erwarten wird. Ich glaube, ich gehe sogar schon direkt hier raus. Den Turm hier mache ich auch noch gleich besser. Wahrscheinlich wird hier nicht mehr allzu viel passieren, aber warten wir es mal ab. So, die greifen jetzt aus irgendeinem Grund gar nichts an. Warum, weiß ich nicht. Da sind doch genügend Typen. Los geht's. Ah, der hat gar nicht so viele Hitpoints, wie ich gerade feststelle. Mein lieber, lieber Held. Make way. Und ich habe genügend Materialien de facto eigentlich für alles. Was für mich bedeutet, dass ich eigentlich noch ein paar Dinge bauen möchte. Gucken wir mal, was ich hier bauen kann. Also auf jeden Fall möchte ich hier so einen, ja, ein, zwei Feuertürmchen hier noch errichten. Und dann noch hier so einen Mega-Ballista-Tower so dahinter. Und dann ist das Ding ja eigentlich jetzt offiziell jetzt safe, würde ich mal behaupten. Oh, der hat aber gerade mehr reingeholzt als sonst. Das ist interessant, was die Ballista jetzt hier gerade getan hat. Also wenn die dann mehrere trifft, dann ist das natürlich schon eine andere Hausnummer. So, ich mache jetzt euch hier mal wieder zu einer neuen Nummer 1. Upgrade complete. So, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Da kommt der nächste Sentinel. Also genau genommen habe ich jetzt hier schon 2 Sentinels. 3 Sentinels. Dann schicke ich hier nochmal 2 Bogenschützen rein, dann sollte der Laden hier eigentlich safe sein. So, auch das hier wird meine Nummer 1. Ich glaube, ich will noch mehr von diesen Flamern, nur für den Fall, dass wir jetzt hier nochmal ein paar von denen serviert bekommen. Mindestens einen, sage ich jetzt mal. Ich sammle die mal alle hier. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwie etwas Besonderes, vor allem da unten. Hätte ich ganz, ganz gerne noch mehr Materialien gefunden. Oh, da kommt wieder so ein großes Heslon. Mach den mal bitte weg, der nervt. So, sehr gut. Wir bolzen jetzt hier mal alle weg. Und leveln uns dann quasi nochmal so ein bisschen schön nach oben, beziehungsweise embolden unsere Leute. Ja, die haben leider jetzt hier ein bisschen Angst. Das gefällt mir nicht so wirklich. So, wir sind auch übrigens noch dabei, dass ich das hier eigentlich gerne auch noch... Also eigentlich brauche ich die Materialien nicht, aber ich hole sie mir trotzdem hier, diese 25 zusätzlichen Materialien. Weil, warum nicht? Das ist de facto die Begründung. Weil, warum nicht? Warum sollte ich nicht noch mehr Verteidigungsanlagen bauen, wenn ich es kann? Bin mal überlegen. Sekunde. Kann ich da nicht vielleicht sogar noch... Doch, den kriege ich ja auch noch hin. Die große Preisfrage ist halt, kann ich jetzt hier noch rauslaufen, wenn ich das mache? Das weiß ich jetzt halt nicht, ne? Ich mache es auf jeden Fall mal hin. Vielleicht muss ich auch gar nicht mehr rauslaufen. Das wird sich zeigen. Ich ahne ja, dass der nächste Angriff eher so aus nördlicher Richtung kommen wird. Aber sicher bin ich mir da nicht. So, warte mal, apropos, ich möchte gerne noch mehr beleuchten. Und deswegen mache ich jetzt mal hier so eine fette große Lampe dahin. Und ich bin auch drauf und dran zu sagen, das Ding hier kann auch ganz gerne hier noch so eine kleine autonome Verteidigung bekommen. Und wir mauern das jetzt hier halt auch einfach ein, wenn es nach mir geht, ne? Also da kenne ich jetzt nichts. Einfach zu sagen, komm... Wir machen hier einfach quasi so eine Position,
Verteidigung dahin. So. Und sobald halt ich noch mehr Materialien habe, fahren wir hier fort. Ich möchte einfach die Map erhellen, wenn ihr versteht, was ich meine. Einfach um zu gucken, ob ich es hinbekomme. Das wäre sehr witzig. Den Monstern jetzt hier so ihre Optionen zu nehmen. Oh, ich habe Elite Nightmare. Oh, ja. Da will ich hin, Leute. Die Frage ist bloß, wahrscheinlich gehe ich da so drüber hin. Der Elite Nightmare ist auch schon da. Das ist nicht mal Timing. Ah, nee, ich komme nicht zu ihm hin, oder? Muss ich jetzt da außen rum? Nee, ich muss runter. Ich muss da unten dahin gehen. Ah, hier kommt jetzt der Angriff von der Seite. Okay, okay. So, wie gesagt, dann macht dieser Turm das jetzt hier so und wir haben hier eine mega krasse Aufklärung. Ich will halt diesen Elite-Mob gekillt haben. Jetzt macht jetzt mal den da weg, der nervt. Hier gibt es übrigens auch Gold. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ach du Scheibenkleister, was bist du denn? Der ist aber ein bisschen übertrieben, oder? Ach, du ahnst es nicht. Light the way. We stand in defiance. Ey, also ein bisschen übertrieben ist das Fall schon. Wir fliehen. Ey, der killt mir ja meine gesamte Truppe. Lauft! Um Gottes Willen! Wie soll man denn den ausschalten? Also, man merkt schon, Early Access ist auf jeden Fall noch Thema. Balancing, wo bist du? Heiligs Kanonenrohr. Da wird einem ja schwindelig, ich sag's euch. So, dann gehen jetzt mal zwei Stück von euch da noch rein. Ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt noch reingehen willst. Ich pack dich noch da rein. Da, die Flamer packe ich noch dahin. Alter Falter. Okay, das war ja nicht cool. Oh mein Gott, wie uncool war das denn? Ich muss erstmal hier wieder eine ganze Menge Truppen jetzt hier rekrutieren. Das ist ja nicht zu glauben, ey. Also okay, wir haben wohl so ziemlich das schlimmste Vieh entdeckt, was man hier finden kann. Und es gerade so überlebt, aber nicht lachend. Garantiert nicht lachend. So, lala. Warte mal, dich kann ich jetzt hier eigentlich auch noch zu einer Superballista aufbauen. Da kommt der nächste Sentinel. Ich bin am Überlegen, ob es vielleicht an der Zeit wäre für noch mehr Farmen. Ich müsste ja noch Platz für sowas haben. Genau, hier sowas wie 58. Weitere Nahrung. Denn ich will ja noch mehr Pops generieren können. 52 wären ja auch noch möglich. Komm, dann machen wir das auch. Ich ahne ja, dass, wie gesagt, ein Angriff von hier oben kommt. Früher oder später. Es schreit eigentlich alles danach. Da möchte ich gerne noch mehr Licht haben. Die reggen hier gerade eben noch. Jetzt gehst du mal dahin. Ihr geht dahin. Und ich brauche jetzt hier noch mehr Pops, wie wir sehen. Ne? Das ist das, was jetzt mich momentan noch einschränkt. Also brauchen wir mehr von diesen Gebäuden. Von denen ich übrigens der Meinung bin, dass man einfach nicht genug von ihnen bauen kann.
So. Und. Ich habe wieder eine Elite Nightmare discovered. Was? Ist es eigentlich jedes Mal ein anderer, frage ich mich. Ich frage mich, ob das jedes Mal ein anderer ist. Ach, ich bekam ja mit 15% Chance immer wieder mehrere davon. Habe ich beinahe vergessen. So, baut mal die Buden auf, Freunde. Dann kann ich nochmal ein paar Truppen rekrutieren. Das dauert hier gerade eben so ein paar Minütchen. Ich hätte nämlich jetzt hier gerne schon so eine schlagkräftige Truppe beieinander. Also jetzt habe ich auf jeden Fall genug Sentinels. Ich glaube langsam aber sicher, dass es ein Bug ist und dass das keine 15% Chance ist. Ich glaube, da kommen jedes Mal zwei raus, kann das sein? Es wirkt fast so. Beobachten wir das Ganze mal. Nee, es ist nicht jedes Mal der Fall. Gerade eben war es nicht so. So, hier sehen wir jetzt schon ein bisschen mehr. Ich denke, dass ich da auch nochmal irgendwie Licht setze hier. Einfach nur um zu gucken, was sich da hinten sich noch so verbirgt. Selbiges Spielchen spielen wir mal hier. Einfach mal alles ausleuchten, ne? So nach dem Motto, warum nicht? So, du gehst jetzt da auch noch mit rein. Da kommt auch schon wieder eine. Okay, also es ist bei weitem nicht so, wie ich gedacht habe. Es ist aber okay. Jetzt muss ich hier wieder Hütten errichten. Ich denke, hier ist auch ein ganz, ganz passabler Ort dafür. Und wir haben wieder Nacht. Ich habe wieder einen Point of Interest discovered. Kann es sein, dass ich das hier alles so entdecke? Ah, da ist nochmal was mit Einheiten. Ist auch eine Möglichkeit, hier so ein bisschen die Welt aufzuklären durch solche Fackeln jetzt hier, ne? Wenn wir überlegen, hier wäre vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz guter Punkt für eine Fackel. Um in diese Richtung nochmal so schön auszuleuchten. Hier kann ich auch nochmal ausleuchten. Einfach nur für da. Das sieht ganz gut aus momentan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du produzierst keine Units mehr, das heißt, ihr könnt jetzt hier runtergehen und jetzt hier endlich die Armee bilden. So, und ich bin jetzt drauf und dran zu sagen, macht jetzt hieraus bitte die bestmögliche Mauer. Denn wie gesagt, wir wissen ja nicht, wo der Feind kommen wird. Hier findet ein Angriff statt. Ja, die werden da wohl eher nicht reinkommen. Mit Betonung auf eher nicht. Ich mache hier nochmal so ein Türmchen hin. Was ist jetzt los? Hier kommen alle da raus. Brauche ich da ja gar nicht. Wie ich gerade festgestellt habe. Also auf Dauer würden die das schon kaputt machen, ne? Also der macht nur so ein bisschen Support Damage. Der würde nicht reichen, um alles hier abzuwehren. So, jetzt kann ich das hier endlich wieder reparieren. Und dann gehen wir jetzt mit der Truppe hier endlich mal auf die Jagd, oder?
Ich will hier runter ja gehen, also gehen wir jetzt erstmal dahin. Der erste Turm ist ready. Ja, okay, also diese Megaballiste mit drei Geschossen ist schon eine komplett andere Hausnummer. Ich will mir überlegen, ob ich das hier übrigens auch so mache. Hier so ein Befestigungspunkt zu errichten. So. Und so. Wie gesagt, auf die Dauer würden die dann halt dann die Viecher doch töten. Aber schauen wir mal weiter. So, wir haben die Position hier genommen. Ich denke, dass wir jetzt da reindrücken. Und das jetzt hier einfach kurz mal nehmen. Ey, hier sind so viele Points of Interest direkt nebeneinander. Der Plan ist es jetzt, da reinzugehen. Das kriegen die, glaube ich, jetzt auch alleine hin. Ich bin tatsächlich am Überlegen, wisst ihr was, ich reiße das hier nochmal ab. Wir ändern das hier an der Position nochmal. Ich möchte hier einen solchen Turm dahinsetzen. Diesen Turm da dahinter. Und einen modernen Turm hierhin. Ja, und nochmal einen modernen Turm dahin. So. Alles jetzt hier absichern, so gut es geht, ne? Ich traue dem Frieden nicht mehr. So viele Truppen wie möglich jetzt da hochpacken. Wo sind die denn? Da. So, ihr habt den Laden jetzt hier genommen. Könnt ihr den ganzen Kladderadatsch auch einsammeln. Dann rücken wir jetzt hier mit der Einser-Truppe da rein. Müsste eigentlich spielend gehen. Schon mal so ein Elite-Mob ist hier gerade eben gekillt. Inzwischen killen die die wirklich so im Vorbeilaufen. Das gefällt mir sehr gut. Und man sieht eindeutig, wie abhängig das von der Anzahl der Truppen ist, die man zum Campen benutzt. Jetzt wird es aber krass hier. Jetzt wird es richtig heftig. Mit der Feuerkraft, die ich jetzt hier habe, hier ist ja nochmal. Sag mal, wie viele Points of Interest sind denn hier? Ich habe Fragen, euer Ehren. Ich mache jetzt hier auch einen hin. Einfach zum endgültigen Ausleuchten. Mein Weg führt jetzt eindeutig da rein. Also man merkt halt auch echt, dass die Wirtschaft hier in diesem Spiel das absolute A und O ist. So, jetzt habe ich 24 von den Dingern. Zack. Leuchtet. Nochmal kurz Pause. Wir machen so einen Mega Defense Tower hier noch hin. Und dann hier noch Mäuerchen. Da kommt ja keiner durch. Ja, das müsste schon passen. Der ist schon down, ey. Unfassbar. Also jetzt habe ich inzwischen so eine Feuerkraft. Was ist da oben los? Okay, die ersten vier gehen in den Turm rein. Ihr drei geht da rein.
Ich brauche noch einen weiteren Archer. Wo war ich denn angegriffen? Ich muss gerade immer meine Mauern checken, um herauszukriegen, wo ich angegriffen werde. Ach, da oben. Okay, das ist ein Problem. Naja, da oben werde ich angegriffen. Hier gibt es auch Gold, by the way. Jetzt rücken wir einfach da noch rein von hinten. Gold gäbe es hier auch, vorausgesetzt ich brauch's oder will's. Und jetzt holen wir uns auch das da. Hier wurden wir auch angegriffen, wie ich sehe. Wär du mal hier so ein Mega-Verteidigungstower. So, töte den hier. Oh Gott, wir haben es schon eingenommen. So, alles einsammeln, alles einsammeln, alles einsammeln. Metall ist ja immer noch eine rare Ware. Kurz mal Pause. Also wir haben jetzt hier ein Licht, wir haben jetzt da ein Licht. Da hinten wäre ein mega krasses Goldvorkommen. Ich weiß halt nicht, ob der da jetzt jedes Mal kommt, derselbige Typ, ne? Das ist so ein bisschen so ein Fragezeichen für mich. Wo werde ich denn angeblich attackiert? Ach, da. Der greift da an. Okay, da reicht dieser Turm da nicht hin. Ja, okay, dann ist es eine Fehlkonstruktion. Dann muss ich vielleicht doch diese andere Art von Turm bauen. Wir ziehen auf jeden Fall weiter mit unserer Truppe hier. Und ich kann jetzt zum allerersten Mal hier, weil ich jetzt 27 habe, die letzte Sache machen. Ranged Units Attack Inflicts Fire. Das ist diese Unsichtbarkeitsfähigkeit, dieses Shadow Move, was ich schon gesehen habe beim den Bogenschützen. Was ich aber nicht nehmen will. Dann gäbe es hier noch Melee Charge at Enemies Faster. Melee Units Lose Horrified when Killing Enemies. Melee Units Heal 10% per Enemy Killed. Siege Units Explode when Destroy. Siege Units Attack Inflicts Stun. Das kommt mir sehr, sehr mächtig vor. Dann sind die Gegner gestunt. Komm, ich nehme den Stun. Guide my weapon. Upgrade complete. Vorausgesetzt, die Gegner überleben das überhaupt. Muss man auch mal so hinstellen, ne? Und klar machen. Ey, da bekomme ich ja nochmal Units. Also der Plan ist es jetzt eindeutig da reinzugehen. Und noch mehr Units zu besorgen. Es ist so krass, wie jetzt hier diese Armee abgeht, ey. Ich glaube, so langsam aber sicher wird ich der Horror der Gegner hier. Und was bekommen wir? Zack, keine Ahnung. Nochmal eine ganze Menge Zeug. Ich denke, dass ich ja auch nochmal eine Leuchte aufstelle. Allerdings hier so hin, wo sie so schwerer anzugehen ist. Und ich metzel mich hier weiter durch. Ja, da oben muss ich mich demnächst mal drum kümmern. Das ist mir durchaus klar. Wir wissen jetzt auch, Level 5 ist die höchste Stufe für den Helden. Der braucht halt Jahrhunderte, um das kaputt zu machen, ne? Ganz im Ernst, in der Zwischenzeit hätte ich wahrscheinlich diesen Turm hier gebaut. Warum habe ich jetzt... Ach Gott, ja, ich weiß, warum ich Minus jetzt hier bei allem habe. No! Ich brauche...
dringend ich kann jetzt halt nicht mehr bauen. Das ist das Problem. Ich muss die jetzt hier leider töten gehen, sonst kann ich nichts bauen. Gar nichts. Das ist so eine Falle, die dir passieren kann. Dass deine Units schlicht und ergreifend einfach. Also ihr seht, wenn ihr das und das ins Minus kommt, dann habt ihr ein Problem. Tut mir leid für euch, aber ihr müsst weg. So, jetzt kann ich wieder sowas hier bauen. Vorher ging es nicht. So, ihr steht jetzt hier und wartet auf Befehle, währenddessen ich ja hier momentan noch gar nicht viel tun kann, außer zu sagen, go. Wir gehen da jetzt einfach rein. Our defenses are under attack. Das AOE-Gedöns, was wir jetzt hier haben, ist so krass. Wir killen uns jetzt einfach rein. Ganz stumpf, weil wir es können. Ich warte nur darauf, dass das eine jetzt hier endlich fertig ist. Dass ich diesen einen da jetzt hier zur Arbeit schicken kann. Wird noch gebaut, wie ich gerade sehe. Ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Da ist nochmal so ein größerer. Also dieser eine fette große AOE-Fuzzi da, ne? Ich kannte den schon in Nicht-Elite. Der kommt nämlich auf Normal auf der dritten Welle und ja, keine Ahnung, wie man den killen soll. Der macht ja Schaden ohne Ende und hat Leben ohne Ende. Was eine äußerst ungünstige Kombination darstellt. Also ich will jetzt mich da durchmetzeln, um den da oben zu killen. In der Zwischenzeit bekommen die dadurch jetzt hier halt auch schön Levels, ne? Durch das hier durchmetzeln. Beziehungsweise embolden sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, hast du dich da oben. Jawohl. Situation ist ein bisschen besser als vorher. Jetzt kann ich mal so eine grundlegende Hütte bauen. Ist besser als nix. Um mich aus dieser Situation wieder rauszuarbeiten. Mein 30 Truppen hier in der Offensive. Hier gäbe es noch jede Menge Material, das ich aber nicht wirklich mitnehmen kann. So, ihr metzelt euch jetzt da hoch. Yes, we did it. Dann mal bitte da nochmal welche rein. Und jetzt können wir nämlich das hier upgraden. So, jetzt hörst du mal auf, hier drauf zu zimmern, Junge. So, wir sehen aber, was hier los ist. Oh Gott, hier sind so viele Monster. Ich will eigentlich auch hier nochmal so einen Leuchtturm errichten, ne? Wo ist jetzt nochmal. Ah, wird hier gerade fertig gebaut. Gut. Upgrade complete. So, da la. Also, wir metzeln uns jetzt hier kurz durch, um hier alles zu erleuchten. Lol. So, Mäuerchen errichten. Der erleuchtet jetzt ja schon eine Menge, aber hier geht noch ein bisschen was.
face the dark. Gibt halt immer noch genügend Orte, wo diese Viecher halt sind, ne? Upgrade complete. From the ashes. Okay, und jetzt gehen wir da runterwärts. A flicker in the dark. Sind das viele hier? Und schon wieder sind hier... Hä, wieso denn das? Die kosten mich jedes Mal auch, glaube ich... Ne, die kosten mich keine Pops. Dann verstehe ich das gerade eben, aber ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich dachte, die kosten mich keine Pops, aber egal. 47... Ja, komm, nochmal ein bisschen Nahrung dahin klabastern. Die Mauer muss mauerlich werden. Muss mal gerade nur gucken, ob da noch irgendwie ein anderes Mauerteil ist. Our defenses are under attack. Kaum ist Nacht, sind schon wieder unfassbar viele Monster hier, ne? Also wenn die hier so zusammenstehen, ne, kriegen wir das easy hin, alles zu töten. Und ich meine wirklich alles. Du bist auch gleich fertig. Dir muss ich jetzt tatsächlich neu aufsetzen. Da müssen nämlich die Dingensturme jetzt gleich hin, also so ein paar Flame Towers. So, 75. Jetzt muss ich halt wieder hier das hier so hochschaukeln. Das System ist so ein bisschen komisch. Mhm. So und so. Na, du musst also die ganze Zeit hier eigentlich immer wieder so zwischen Häusern und Nahrung so dich hochschwingen. Ich nenne es jetzt einfach mal hochschwingen. Weil es für mich die Situation am allerbesten beschreibt. Our defenses are under attack. I am here. Da oben haben sie es angegriffen. Also wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder rein, beziehungsweise ich könnte mich auch hierhin bewegen, um mich darauf vorzubereiten. Was hier auf uns zukommt. Hä? Ach, die sind schon wieder hier. Schon wieder. So, jetzt brauche ich wieder jede Menge Nahrung. Und dafür muss ich erstmal wieder einen passenden Ort finden. Und das mit dem Ort ist inzwischen echt eine Herausforderung. Wobei, hier geht noch ganz schön was. Nummer 57 Nahrung sind hier drin. Okay, wir sind schon mal hier. Fear not the shadow. Ich gehe mal dahin. Ich möchte jetzt auch hier nochmal ein fettes Licht parken. Einfach um das hier aufzudecken, damit ich in der Nacht hier angreifen kann. Mit meinen Artillerien, die da hinstellen. Euch da hinstellen. Ich finde es halt krass, dass die Sentinels... Moment, die Sentinels, bitte alle hier runter. Nur eine nicht, der bleibt da. Wie weit können die eigentlich schießen? Range 10. Das wird wahrscheinlich nicht weiter sein als hier. Okay, nee, das ist Quatsch hier. Wir gehen hier mal rein mit der Truppe, solange der Boss nicht da ist, um ihn dann nachts zu überraschen. Wäre jetzt hier so ein bisschen mein Plan. Und wenn ich ihn überraschen will, dann meine ich wirklich überraschen, hier mit sowas. We stand.
Da ist er jetzt hier von den Türmen hier ordentlich eine kassiert. Ich will ihn nämlich getötet haben. Oh, die Nacht kommt schon. Das ist schneller als gedacht mit der Nacht. Guck mal, gerade kann ich da noch schnell eine Mauer hochziehen? Ich glaube nicht, oder? Nee, kriege ich glaube ich nicht mehr hin. Ich kann auch auf dieser Ebene nicht bauen. Wir machen das jetzt hier mal so. Alle Sentinels vor. So, der Turm hier ist ready. Ich finde es ja schade, dass man die nicht irgendwie so holt. So. Geht dahin. Wir gehen ein bisschen weiter da. Wir gehen ein bisschen weiter dahin. Der Held geht dahin. Ja, was soll man da jetzt noch machen? Ich, außer sie hier ein bisschen verteilen. Und gucken, was jetzt da für einer kommt, ne? Jetzt spawnt er. Und jetzt greifen wir ihn an. Ey, der macht halt die Sentinels kaputt, als ob sie Spielzeug wären, ne? Okay, wir haben ihn. Aber es hat mich halt elendig viele Sentinels gekostet und ich bekam auch irgendwie nichts dafür. Was irgendwie ein bisschen traurig ist. Ich bekam keine Dark Essence für diesen mega krassen Typen. Das finde ich wenig. Also nichts zu bekommen, finde ich sehr wenig. Ja, gut, Freunde. Dann würde ich aber mal sagen, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben immerhin jetzt hier nochmal den Typ hier weggemacht. Und dann wäre aber auch wirklich ein Arsch voll an Units verloren, was echt weh tut. Also ich finde den echt übertrieben. Also der ist echt übertrieben. Den muss man vielleicht mit einzelnen Units irgendwie tanken oder sowas in der Art und Weise. Muss man mehr Micron. Das könnte wahrscheinlich die Lösung sein. Wir machen jetzt hier auch nochmal ein Lichtchen hin, damit hier nichts mehr passiert. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ach, hier schon wieder das alte Problem. Na komm. Der wird das hier bald lösen. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Wenn dann wahrscheinlich dann die vierte Todesnacht kommt, die ich noch nie zuvor erlebt habe. Und mich jetzt schon ein bisschen neugierig und nervös gleichzeitig macht. Tschüss und Ade.